Diesem ganzen Schatten stellen wir jetzt ein Licht entgegen, das auf keinen Fall unter einen Scheffel gehört. Mein erster Gast heißt Max Uthoff. Er ist gerade dabei, sich die Kabarettbühne der Republik zu erobern. Der Mann kommt an, beim Publikum und auch bei den Juroren der Kleinkunstpreise. Es ist eine Mischung aus intelligenten Texten. Es ist das klassische politische Kabarett, die Tradition des klassischen politischen Kabaretts. Und er hat scharfe Pointen, brillante Formulierungen. Und das Ganze serviert er ganz nonchalant, wie nebenbei und unverfänglich. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie Max Uthoff. Es sind die Fingerkuppen. Die Fingerkuppen. Wenn Sie wissen wollen, warum die Chinesen demnächst auch ihren Job erledigen, sind die Fingerkuppen. Vor einem Monat sind vier Chinesen, die von ihrem Arbeitgeber, dem Strombetreiber ihrer Stadt Yongsu, entlassen worden sind, nach Peking gereist und haben aus Protest gegen ihre Entlassung vor den Augen hunderter Passanten mit einem Beil die Kuppen ihrer kleinen Finger abgehackt und diese dann verschluckt. Angestellten Nigiri. Der Grund für die Entlassung: angebliche Fehlzeit. Der entlassene Chef der Hypo Real Estate, Georg Funke, dessen Versagen den Staat 100 Milliarden gekostet hat, klagt gegen seine Entlassung. Er möchte noch 3,5 Millionen Gehalt. Georg Funke, der Mann hat doch auch Fingerkuppen. Nehmen Sie sich vor den Chinesen in Acht. Wir müssen vor allem Angst haben, dass klein, gelb und gefährlich ist. Nicht nur vor Dirk Niebel, nein. Und wir brauchen Angst, mehr Angst, noch viel, viel mehr Angst. Erst wenn wir aus Angst vor Arbeitslosigkeit den eigenen Körper häppchenweise auf die hauseigene Speisekarte setzen, erst dann sind wir fit für den globalen Wettkampf. Und wie reagiert unsere angebliche Elite darauf? Ja, krümmen die vielleicht nur eine Fingerkuppe, um ihren Job zu behalten? Nein. Klammern die sich vielleicht mit aller Macht an ihren Posten? Nein. Nur der Oberbürgermeister von Duisburg. Der geht nicht weg. Adolf Sauerland. Gut, bei dem Vornamen, da laufen Sie auch nicht weg, da bunkern Sie sich ein. Das ist klar. Das ist ein Vorbild. Sehen Sie, keine Ahnung vom eigenen Job, aber daran festhalten. Der Mann klebt nicht an seinem Stuhl. Der Mann ist der Stuhl. Das ist es, was wir erreichen müssen. Sitzen bleiben, festhalten, benötigt, wie die Chinesen, bis zum Do-it-yourself-Kannibalismus. Und wie reagieren unsere Eliten? Da liegt das ganze Versagen. Machen einfach die Biege, einer nach dem anderen, glatte Fahnenflucht. Wenn sogar Roland Koch, der Mann, er ist ja jetzt mit militärischen Ehren entlassen worden, was richtig ist, angesichts des Krieges, den er gegen Teile der Bevölkerung geführt hat. Und was für ein bewegender Abschied das war. Ein Medley aus den schönsten Liedern von Udo Jürgens. Das hatte er sich gewünscht. Was für ein mutiger Mann. Ausgerechnet Roland Koch wünscht sich hautnah. Folgerichtig kam danach, aber bitte mit Agne. Der musikalische Reigen ging weiter mit etwas, das klang wie "Ich war noch niemals in Björn Borg". Und es fehlte nicht viel. Dann beinahe hätte Roland Koch seinem Nachfolger Volker Bouffier tief in die Augen geschaut. Zu den Klängen von 70 Jahre blondes Haar. So stand er vor mir. Und jetzt ist er einfach so weg. Roland Koch. Ein Mann, der sich jahrelang an seine Macht geklammert hat. Der Robert Mugabe Hessens. Ja, wenn selbst der stiften geht, ja, was ist das für ein Signal an das Volk? Und mit welchen Begründungen die Herrschaften das Weite suchen? Ole von Beust hat gesagt, die biblische Erkenntnis, alles hat seine Zeit, gelte auch in der Politik. Das ist ja glatter Unfug. Wenn eine biblische Erkenntnis in der Politik Geltung beansprucht, dann ist es, den Seinen gibt's der Herr im Schlaf. Die Begründung Ole von Beust ist ja geradezu eine Frechheit. Alles hat seine Zeit, ja, das gilt eben gerade nicht
in der Politik. Denn wir, das Volk, wir müssen dieses gewählte Personal doch schlimmstenfalls auch jahrzehntelang ertragen. Also Entschuldigung, aber wir entscheiden doch, wann Schluss ist. Ein Volksvertreter, der sich nicht anständig abwählen lässt, der entmachtet doch den Souverän. Der verhöhnt ja die Demokratie. Gut, es gibt natürlich auch plausible Rücktritte, ne? Horst Köhler zum Beispiel. Der Mann hatte wenigstens einen Grund. Er hatte in einem Interview eine Verbindung hergestellt zwischen Wirtschaftsinteressen und militärischen Auslandseinsätzen und so aus Versehen die Wahrheit gesagt. Und das geht natürlich nicht. Absichtlich lügen, okay, aber aus Versehen die Wahrheit sagen, das ist einfach unprofessionell. Ja. Aber bei allen anderen glatte Fahnenflucht, oder? Gut, Sie können natürlich auch wegen einer Fahne flüchten, wie die Käsmann. Aber das Ergebnis, das ist doch verheerend, oder? Deswegen brauchen wir Angst. Deswegen ist es unsere demokratische Pflicht, uns in die Hosen zu machen. Wissen Sie, wer das am besten verstanden hat? Der Gutenberg. Bundeswehr einschränken, abbauen. Das verschafft einem sofort so ein mulmiges Gefühl. Obwohl er natürlich nicht weit genug geht. Ne? Ich meine, in der Welt sollten sich deutsche Soldaten sowieso nicht mehr rumtreiben. Und nachdem wir zu Hause, mit Ausnahme der Schweizern, auch nicht mehr von Feinden umzingelt sind, sollten wir noch mehr Soldaten abbauen. Bis runter zu einer Truppenstärke von einem Mann. Es muss halt der Richtige sein. Hä? Irgend so ein zwielichtiger Typ, um den jeder einen Bogen macht. Hm? Martin Semmelrogge. Das wär's doch. Martin Semmelrogge verteidigt Deutschland. Macht Ihnen diese Vorstellung Angst? Ja? Gut. Gut. Wir brauchen mehr Dinge, die Angst machen. Deswegen sage ich auch ja zu Google Street View. Ja? Google will ja jetzt Bilder der schönsten 19 deutschen Städte und von Bielefeld ins Netz stellen. Das wühlt den Deutschen naturgemäß auf. Alter! Ich hab doch nicht 15 Jahre mein Thuja-Heck wachsen lassen, damit der blöde Hackfress von gegenüber nicht neu guckt, damit jetzt die Heckenschutze von Google da drüber klotze. Nur der Deutsche protestiert ja gegen Google Street View. Seltsam, oder? 50 Jahre, unser Dorf soll schöner werden, aber sehen soll's keiner. Vielleicht kann man den Laptop auch einfach mal zuklappen und sich die Welt da draußen in ihrer natürlichen, analogen Form anschauen. Ist auch ganz hübsch, aber natürlich nicht so sicher. Dankeschön.